Herzlich willkommen im Stadt- und Industriemuseum hier in Rüsselsheim. Ich möchte Sie heute auf eine kleine Entdeckungsreise mitnehmen, zeitlich und geografisch, die uns ein bisschen über Rüsselsheim hinausführt. Mein Name ist Carsten Wenzel, ich bin Archäologe und leite die Sammlung für provinzialrömische Archäologie am Archäologischen Museum in Frankfurt. So eine Reise durch die Zeit kann man hier ganz leicht machen in der aktuellen Sonderausstellung. Sie sehen um mich herum Funde aus Südhessen, aus verschiedenen Epochen. Mit wenigen Schritten kann man hier einige 10.000 Jahre der Menschheitsgeschichte durchmessen. Die ältesten Funde, die hier liegen, sind tatsächlich bis zu 600.000 Jahre alt. Und wenn ich 2-3 Meter hier nach vorne gehe und um die Ecke herum, reise ich jetzt durch die Zeit bis in die Zeit so im ersten, zweiten Jahrhundert nach Christi Geburt, also etwas, was uns schon sehr viel näher liegt als die Altsteinzeit. Und dann kommen wir zu dieser Vitrine hier, in deren Mitte dieses große rote Gefäß steht, eine Reliefschüssel aus Terra Sigillata, so heißt diese Keramik, und wir sind in der römischen Epoche in Südhessen angekommen. Wenn Sie mir jetzt folgen, dann führe ich Sie auf die andere Mainseite, auf das Stadtgebiet der heutigen Stadt Frankfurt. Dort gab es in römischer Zeit eine große Siedlung, deren Namen wir auch kennen. Das ist das antike Nida, heute der Stadtteil Frankfurt-Heddernheim. Und dort haben Archäologen vor fast 60 Jahren eine ganz ungewöhnliche Entdeckung gemacht, das Grab eines römischen Malers. Ich habe Ihnen einen kleinen Plan mitgemacht, auf dem man sehen kann, wohin ich Sie jetzt entführen möchte, wo genau dieser bemerkenswerte Fund im Jahr 1965 gemacht wurde. Man sieht hier die Stadtmauer der römischen Stadt Nida. Und etwa 100 Meter nördlich davon, vor einem der Nordtore, befindet sich eines der Gräberfelder Nidas. Insgesamt kennen wir etwa, da schätzen wir etwa auf das Ganze auf 10.000 Gräber. Wir kennen gut 1.100 Gräber. Dieses kleine Gräberfeld hier an der Ukhabener Straße, von der auch unser besonderer Fund stammt, ist allerdings mal wieder nicht ordentlich gegraben worden in den 60er Jahren. Man hat damals schnell neue Gebäude der Nordweststadt hochgezogen. Und so kam es dazu, dass in diesem Bereich nicht die Denkmalpflege selber untersuchen konnte, sondern dass es eine ganze Reihe von Hobbyarchäologen, nennen wir sie mal so, gab, die dort geschürft haben. Und bei einem dieser Schürfungen kam eben etwas ganz Besonderes heraus, das Grab eines Malers, das ich Ihnen jetzt zeigen möchte. Hier in der Ausstellung können Sie in dieser Vitrine einige der Originalfunde aus diesem Grab sehen, und zwar 5 Farbtöpfchen dieses Malers. Wenn man jetzt direkt vor der Vitrine steht und in die Vitrine hineinschaut, sieht man auch sehr schön in diesen kleinen Keramikgefäßen noch die Reste von Farben. Die sind tatsächlich aus der römischen Epoche und gehörten zu diesem ganzen Grabensemble, das man auf dem Foto hier oben sehen kann. Es war ein Brandgrab, das heißt, man hatte den Verstorbenen auf einem Scheiterhaufen aufgebahrt und mit den Beigaben verbrannt nach seinem Tod und hat ihm dann anschließend die verbrannten Beigaben ins Grab gegeben und offenbar auch unverbrannte, wie diese Farbtöpfe. Die lagen also offenbar nicht mit auf dem Scheiterhaufen, die wurden erst nachher mit ins Grab gestellt. Auf dem Foto sieht man, dass wir eine ganze Reihe von solchen verschiedenen großen Töpfchen haben. Insgesamt sind es 29, 5 davon stehen jetzt eben hier in der Vitrine. Die andere Keramik, das ist einfach Speisegeschirr, wie dieser Krug hier, in dem Flüssigkeiten aufbewahrt werden konnten, Teller, Schalen und Becher. Insgesamt kann man das Grab aufgrund der Funde aus dem Grab relativ gut datieren. Es stammt etwa aus der Mitte des 2. Jahrhunderts nach Christus, ist also etwa 1800, 1900 Jahre alt. Die Datierung ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist tatsächlich das Ensemble an und für sich, denn in der römischen Epoche weiß man es zwar, das ist ganz klassisch in dieser Zeit, dass man die Leute brandbestattet hat, auch dass man ihnen Beigaben für das Leben im Jenseits mitgegeben hat, ist durchaus typisch. Dass man aber Handwerkern ihr Arbeitsgerät mit in die Gräber gibt, das ist eigentlich eine große Ausnahme. Was wir vor allen Dingen aus der römischen Zeit kennen, das sind Gräber von Ärzten, die bekommen ihr medizinisches Instrumentarium zum Teil mit in die Gräber gelegt. Aber solche Gräber, wie wir sie hier vor uns sehen, so ein Malergrab, das ist im ganzen Römischen Reich außergewöhnlich und ungewöhnlich selten. Kommt also nur in ganz wenigen Fällen tatsächlich vor. Man könnte quasi sagen, also irgendjemand
hat vielleicht daran gedacht, dass der gute Mensch nach seinem Tod im Jenseits auch weiter malen soll oder malen darf, und dafür hat man ihm diese Beigaben mit in sein Grab gestellt. Für uns spannend ist jetzt zu sehen, was sich in diesen kleinen Farbtöpfchen befunden hat. Denn man kann mit Hilfe chemischer Analysen tatsächlich feststellen, welche Farbpigmente sich dort befunden haben. Also mit was man vor knapp 2000 Jahren die Farben hergestellt hat. Wenn man die Töpfe genauer ansieht, stellt man fest, offenbar war die Farbe, die man damals verwendet hat, wie eine Wasserfarbe, relativ flüssig. Es gibt nämlich Farbreste auch an den Außenseiten, dass man das Gefühl hat, da hat die Farbe bei der Benutzung mit dem Pinsel auch nach außen irgendwie gespritzt. Und auch innen drin kann man sehen, dass die Gefäße zum Teil bis an den Rand die Spuren der Farbe zeigen. Man hat Farbreste aus den Töpfen herausgekratzt und die analysiert, und in dem Grab lagen auch noch 2 oder 3 komplette Blöcke von Pigmenten, trockene Pigmentbrocken, die man auch untersucht hat, analysieren konnte. Nachgewiesen sind einige Grundfarben. Ich muss ein bisschen spicken, das habe ich jetzt nicht alles im Kopf. Und zwar Eisenrot, Kupferblau, Bleiweiß und Bleirot. Ungewöhnlicherweise vielleicht würde man denken, es fehlt Schwarz und es fehlt Grün. Die Pigmente, die man verwendet hat, sind alle natürlich. Das sind Eisenoxide oder Kupferoxide, die man gemischt, zerstoßen, verkleinert hat und dann mit einer Flüssigkeit versetzt hat, um diese Farben herzustellen. Möglicherweise sind diese Rohstoffe, wie man an den kleinen, komplett erhaltenen, trockenen Pigmentbrocken sehen kann, auch verhandelt worden. Dazu haben wir auch Hinweise. Wo sie genau herstammen, können wir aber leider heute nicht mehr feststellen. Jetzt muss man sich vielleicht mal die Frage stellen, was hat man denn damals alles bemalt? Was hat dieser Maler denn gearbeitet? Heute, auch geprägt durch viele Hollywood-Filme und Schulbücher, hat man immer noch die Vorstellung, dass diese Antike ja eher auch bei uns marmorweiß und hell war. Und ich kann Ihnen das an einem schönen Beispiel mal demonstrieren. Es gibt hier eine schöne Publikation aus unserem Haus zu den römischen Terrakotten von Niederheddernheim. Und wenn man sich die Abbildungen dann anschaut, dann sieht man Fotos von farblosen kleinen Terrakotta-Figuren verschiedenster Art, Göttinnen und Götter bis hin auch zu Tierdarstellungen, aber alles farblos. Es gibt aber auch auf diesen Stücken teilweise Farbreste, die man festgestellt hat und daraufhin eine Rekonstruktion vorgeschlagen hat. Und die weiße Terrakotta sieht dann plötzlich ganz anders aus und wirkt manchmal für uns auch schon fast ein bisschen kitschig, aber bunt. Und so müssen wir uns tatsächlich das alles vorstellen, und dafür könnte unser Maler zum Beispiel gearbeitet haben. Auf der Texttafel bei der Vitrine sehen Sie aber noch eine andere Tätigkeit für einen Maler in der Römerzeit. Und das ist etwas, was wir wahrscheinlich auch am besten kennen, nämlich Wandmalerei. Dargestellt ist ein Malermeister offenbar mit einem Gehilfen, der einen Raum dekoriert, farbig. Und in der Vitrine finden Sie dazu passend 3 kleine Fragmente von Wandmalereien aus der römischen Siedlung von Groß-Gerau auf Esch. Bei uns in Heddernheim, im römischen Nida, gibt es aber nicht nur das Malergrab, sondern wir haben auch Wandmalereien natürlich. Und eine ganz besondere kann man bei uns in der Dauerausstellung auch bewundern. Die Rekonstruktion eines gesamten Raumes, der ausgemalt worden ist, wahrscheinlich so etwa um 125, 130 nach Christus, mit verschiedenen Motiven aus der antiken Mythologie. Und aus diesem Freskenzimmer habe ich Ihnen jetzt noch was mitgebracht. Ein ganz besonderes Stück, das als Neufund erst quasi vor wenigen Wochen aufgetaucht ist bei uns, das hier in der Rekonstruktion aber noch fehlt. Und das wollen wir uns jetzt zum Schluss noch kurz ansehen. Werfen wir mal einen Blick auf das Stück, das ich Ihnen jetzt noch mitgebracht habe. Die Wandmalereien, die man rekonstruiert hat zu diesem Freskenraum bei uns, sind auch in den 60er Jahren bei Bauarbeiten in Heddernheim gefunden worden. Man hat dann
von 1983 bis 1992 diesen Raum rekonstruiert und bei uns in der Dauerausstellung eingerichtet. Insgesamt sind es mehr als 6500 Malereifragmente, die man dort zusammengefügt hat. Aber es war von Anfang an klar, nicht alle, die zu dem ursprünglichen Raum gehört hatten, alle Putzfragmente, sind damals bei den Grabungen entdeckt worden. Man hat in den 80er Jahren einen Aufruf gestartet in der Presse, dass die Bevölkerung doch bitte eventuell gefundene Stücke beim Museum abgeben möchte, aber leider gibt es bis heute größere Fehlbestände. Vor einem Jahr haben wir dann eine Privatsammlung aus Heddernheim übernommen, eines Herrn, der in den 60er Jahren dort vor Ort tatsächlich auch hobbymäßig, aber sehr zuverlässig gearbeitet hat, Funde geborgen hat, das alles dokumentiert hat und jetzt vor wenigen Wochen mit einem Nachklapp von einem Jahr hat sein Sohn festgestellt, dass wir ein Stück bei ihm zu Hause vergessen haben. Das stand auf dem Kaminsims und befindet sich jetzt hier in dieser Box und in dieser Kiste. Und ich mache jetzt mal die Kiste auf. Es war eine große Überraschung für uns, als wir das gesehen haben. Und in der Veröffentlichung war schon zu lesen, wie ich Ihnen gezeigt habe, dass es noch ein Tier gibt von dem umlaufenden Gemäldefries, einen Schwan, der sich im Privatbesitz befände. Der erhaltene Schwan ist leider sehr stark zerstört, aber wir haben jetzt tatsächlich das fehlende Stück erhalten. Und das möchte ich Ihnen jetzt nochmal zeigen. Gut verpackt. Und dann kommt er zum Vorschein. Ich glaube, man kann ihn ganz gut erkennen, den Schwan. Hier ist der Kopf, der lange Hals, die Flügel. Diese rote Linie trennt dieses Bild gegen das untere Bildfeld ab. Das Ganze ist zu Teilen ergänzt. Der Finder hat später auch als Restaurator bei uns am Museum gearbeitet, hat dann selber die Fragmente zusammengeklebt und ergänzt und das Ganze, Sie sehen es ja schon, auf eine rechteckige Form gebracht, damit es auch wirklich gut am Kaminsims stehen konnte. Solche Malereien in dieser Vollendung sind tatsächlich selten und ungewöhnlich und wir haben uns natürlich sehr gefreut, dass wir nach über 50 Jahren dieses fehlende Stück wiedergefunden hatten das vor 1900 Jahren etwa in einem Zimmer im römischen Nida an der Wand die Gäste beglücken sollte, ganz offenkundig, denn es war ein repräsentativer Raum, der Gästen gezeigt wurde. Auch dieses Stück hätte zum Beispiel von unserem Heddernheimer Maler, dessen Grab wir uns eben angeschaut haben, gemalt worden sein. Und dann reden wir nicht über Künstler tatsächlich, sondern wir reden über allerdings gute Handwerker in römischer Zeit. Ja, ich kann Sie nur einladen, sich die Originale hier in der Ausstellung im Stadt- und Industriemuseum in Rüsselsheim anzuschauen. Hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht, auf diese kleine Entdeckungsreise zu gehen. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie bei Ihrer nächsten Gelegenheit mal einen Abstecher zum Archäologischen Museum in Frankfurt machen und uns im Karmeliterkloster besuchen. Vielen Dank.